zu Berlin. Wahlkampf. Gute, gute. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat. Gute, gute, gute. Gut, richtig. Nico Heimer, Niklas Ebelson, Christoph Kröger. Was geht ab? Ja. So, ich hab nichts mitgebracht. Den Ballast stark aufgenommen, muss man sagen. Ich wurde zugespielt, hast du souverän verwandelt. Das Ding ist, in meinem Kopf gibt es gerade nur NFL-Draft. Ja. So, der ist aber am Sonntag schon rum. Ja. Deswegen wollte ich gerade einsteigen und dann dachte ich, nee, das macht keinen Sinn. Musst du das braune Ei auch mal ruhen lassen? Ne? Und, ja. Das braune Ei, so wird es ja genannt. Braune Ei, ja. Wer kennt es nicht? Ja. Das braune Ei wird ruhen gelassen, denn wir haben eine Fußballfrage zu klären. Genau, und die ist heute extrem wichtig und dringlich, wie jede Woche, muss man ja sagen. Denn jede demokratische Entscheidung ist eine wichtige Entscheidung. So ist es nämlich. Und wir fragen heute, welcher Transfer war der größte Karrierekiller? Also welcher Wechsel von einem Spieler von Verein A zu Verein B war der größte Killer für die Karriere eines Spielers? Also wo man sagen würde, die Karriere hatten davor gehabt und danach und das danach, das war ziemlich scheiße. Tja. Und dann muss man auch noch darauf achten, warum war das so, ne? Weil bei manchen war natürlich irgendwie Verletzungen. Naja, das ist Teil der Frage heute, wo man dann am Ende ausloten muss, ist der Wechsel schuld oder der Spieler selber? Der Spieler selber. Fandet ihr es einfach, euch die Kandidaten zu finden? Also hattet ihr schnell, sage ich mal, 3-4 Namen, auf die es hinauslief? Oder fandet ihr, es gab viel Auswahl? Ich kann dazu keine Auskunft geben. Wir hatten ja jetzt den Fernschuss letzte Woche und der war ja zum Beispiel so, hat man ja auch in den Kommentaren gesehen, jeder Kommentar hat irgendeinen Case angeführt, der absolut verdient gehabt hat, da drin zu sein. Nee, ich war nämlich mit den meisten nicht zufrieden. Weil ich dann doch dachte, ja, der war schon zu alt, der war ja dann direkt verletzt, da kann der Wechsel ja nichts für, bei dem war das. Deswegen habe ich, glaube ich, eine unpopuläre Wahl, aber mit der war ich irgendwie am zufriedensten. Ja, okay. Bin auch gespannt. Also, ich würde sagen, wenn wir jetzt ein Wettbüro wären, dann wären die Odds, dass du uns gleich Luka Jovic präsentierst, 50-50 ungefähr. Hätte ich jetzt vermutet. Ja. Aber mal schauen. Ja, los mal aus. Komm. Los mal aus. Ran an die Töpfe. Gib mir die Eins. Schaffen wir es zum 6. Mal in Folge oder ich will auch immer, dieselbe Reihenfolge zu halten? Übrigens, Folge 59 oder 50? Ich gebe mein Bestes. Ich auch, ich habe die 3. Wieder die 1. Nein. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin raus aus Wahlkampf. Nee, mittlerweile muss ich einfach sagen, ich habe Angst davor. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Nee, du hast so Angst. Ja, weil das ist doch spooky, Alter. Das stimmt doch irgendwas nicht. Da habe ich jetzt legit Angst vor, muss ich wirklich sagen. Ich finde es unheimlich, dass hier irgendeine Kraft auf uns wirkt, die hier das hier. Ja, du lachst, jetzt, Alter. Ja, natürlich lach ich. Da schicke ich dir mal einen Geister. Das ist creepy. Glaubst du an Geister? Das ist creepy. Ich glaube nicht an Geister. Dann schicke ich dir heute Nacht mal einen Geist vorbei. Ja, schick mal vorbei. Ja, wirst dich wundern. Der Geist eines großen Stochastikers muss hier in diesem Haus. Du hast ja auch das richtige Outfit an für die rote Frau. Ja. The Red Woman. Ach so, ja, ja. Ich sag, irgendein Stochastiker hat hier in dem Haus gelebt und spukt seitdem und zeigt Stochastikers. Das ist der das Licht immer an und aus macht. Ja. Das ist der Geist des Stochastikers, der auch in diesem Licht wohnt. Jetzt glaube ich dran. Ich kann auch sagen, ich glaube an Geister, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist dein Problem. Ja. Jetzt glaube ich dran. Immer die Eins, Alter. Ja, komm, dann lass mich doch. Du warst aber auch ewig die Drei. Ja. Du durftest ewig immer warten, dich aber zurücklehnen. Aber was ist das? Ich mein Geschwätz von gestern. Ich will seit 6 Wochen die Nummer 1. Ja, gut, Nico Heimer. Vergleichbarer Run auf der Nummer 1 hatte maximal hier Last Ketchup oder sowas. So. Dann sehen wir mal, ob Niklas Wahrscheinlichkeitsrechnung stimmte. Ob die oder ob der Jurassiker in deinen Kopf eingezogen ist. Der Jurassic-Geist. Ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Dann zähle ich dich rein und sage 3, 2, 1, bitte. Im Sommer 2006 wechselte er zu diesem Zeitpunkt kompletteste Stürmer der Welt zu einem der spannendsten Projekte Europas. Standesgemäß ist es zu diesem Zeitpunkt der teuerste Transfer der englischen Fußballgeschichte. Der Gewinner des Ballon d'Or 2004 hatte für seinen Club aus Italien 175 Tore und 46 Assists beigetragen. Dreifacher Top-Torjäger der Champions League hatte die Königsklasse natürlich auch gewonnen. Doch die Karriere des unaufhaltsamen Andrei Schewtschenko stürzt an dem Tag ab, als er beim Chelsea Football Club unterschreibt. Man hätte es doch wissen müssen. Der Hauptgrund für den Transfer? Seine enge Freundschaft zu Clubbesitzer Roman Abramovic. Der Trainer auf der anderen Seite, José Mourinho, der lässt relativ früh durchblicken, dass Schewtschenko seine zweite Wahl war. Der Portugiese macht ihn zum Edelzuarbeiter von Didier Drogba. Binnen der ersten 6 Monate kann man Schewtschenko dabei zusehen, wie sein Selbstvertrauen zerbröckelt. Nach 2 Saisons und mageren 9 Toren geht es zurück zu Milan, die ihn nicht mehr wollen. Und schließlich nach Hause nach Kiew. Andrei Schewtschenko und sein Transfer zum FC Chelsea, der größte Karrierekiller der Fußballgeschichte. Sheva. So ist es. Schewandowski. Fehlt nur ein L, dann ist es ein Pferd. Cheval. Ach so. Wer ist Cheval? Nee, Cheval war Haare, ne? Cheval ist französisch für Pferd. Ach so. Ich dachte, ich wäre so wie Tortillas, so das Wunderpferd oder sowas. Nee.
Tobias Wallis. Sind, das, ne? Sind die Pferde? Kann das sein? Mehrzahl? Oder ist, oder Haare? Haare und Pferde sind immer nah beieinander. Krüge, sag mal zwei Sätze zu Tortillas. Wie ist die Karriere in der Retrospektive gelaufen? Wunderpferd Tortillas? Ah, das ist Dressur, da kenne ich mich nicht mehr aus, aber Sperma war sehr wertvoll. Ja. Das habe ich mitbekommen. Ja. Das war sehr wertvoll. Ja, das stimmt wohl. Okay, okay. Niklas, du bist an der 2? Ja. Ne? Ja. Bist du ready? Das hat immer eine Dystopie, über die entweder ein Film gedreht wird oder wie. Nein, bin ich gar nicht, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ja. Habe ich mich jetzt verliebt. Was, ich war über die Pferdesperma oder nein, aber Auswahl? Ob irgendwann dann von so Superathleten quasi dann das keiner ist already. Ja? Naja, also, da gehen wir ja jetzt in ein Thema rein, in das ich nicht reingehen wollte. Aber ich sag mal, wenn du guckst, Athleten haben immer toll aussehende und häufig, zumindest im Fußball inzwischen auch, hochgebildete, gut ausgebildete Frauen. Da, ja, aber das wird ja nicht verkauft. Nee, also aber weder aber, das Kind noch. Aber auch, das ist ja der freie Markt quasi. Dating ist der freie Markt. Und da ist Fußball oder Fußballer, okay. Ja, ist viel wert, sag ich mal. Ich glaube, wir brauchen halt irgendwann nicht den Weg, den konventionellen, weil einfach dass die genetischen Manipulationsmöglichkeiten so sein werden, dass einfach der perfekte Stürmer aller Erling Haaland irgendwann im Reagenzglas gemacht wird. Ja. Aber bis dahin ist noch weit zu gehen, bis dahin bleiben wir noch gut gelaunt und ich frage. Kurze Abzweigung genommen. Ja, Dystopie-Sohn. Ja. Du, Christoph ist nämlich dran, ja. Willst du jetzt über die Uhr machen? Nö, ich mach bei dir. Mach mal. Ach so. Dann auch an dich. 3, 2, 1, bitte. Knapp daneben, Niklas. Bei meinem Spieler ist die Karriere als Fußballer noch nicht mal vorbei. Er ist immer noch erst 25 Jahre alt und trotzdem wurde sie durch einen Wechsel mehr an die Wand gefahren als die meisten anderen. Bei den meisten war es ein schleichender Prozess, ein Fade-out der Spielzeiten, ein langsam sinkender Marktwert. Bei meinem Spieler war es, als hätte man von heute auf morgen den Stecker gezogen. Aber erstmal die Zahlen. In seiner letzten Saison vor besagtem Wechsel war er einer der wichtigsten Spieler für seinen Verein. Über 2200 Spielminuten in der Liga, 48 Einsätze wettbewerbsübergreifend, 27 Tore, 7 Vorlage, inklusive Europa League Halbfinale. Sein Marktwert 60 Millionen Euro. Er war 21 und dann kam der Wechsel. In den mittlerweile 4 Jahren, die seitdem vergangen sind, hat er nie wieder auch nur ansatzweise 2000 Minuten in irgendeiner Liga gespielt. Sein Marktwert wurde seitdem nicht halbiert, nein, nicht geviertelt, nein, er wurde gesechstelt. Luka Jovics Wechsel zu Real Madrid hat eine sehr vielversprechende Karriere gekillt wie kaum ein anderer. Ach, guck! Mhm, guck mal an. Ach, guck, sag ich da. Das ist der Adler-Einfluss auf dich. Es ist Luca. Luca. Okay. Niklas? Ja. Ready? Ja. Dann sag ich 3, 2, 1 und bitte. Trinkwen, suich, bodelo, bebe agua, trink Wasser. Drink water. Danny Drinkwater, um genau zu sein, um den soll es nämlich in den nächsten Sekunden gehen. Bis zum Deadline Day 2017 war Danny Drinkwater ein glücklicher Mann. 5 Jahre lang hat er das Trikot von Leicester City getragen, war mit den Foxes in die Premier League aufgestiegen und sogar englischer Meister geworden. Dann legte Chelsea knapp 40 Millionen Euro auf den Tisch, was eigentlich ein Aufbruch in neue Sphären sein sollte. Und finanziell war es das sicher auch, kommt aus heutiger Sicht an dem Karriereende mit 27 gleich. Aus 218 Spielen für Leicester wurden in den 5 Jahren nach seinem Wechsel 23 Spiele für Chelsea, 2 für Burnley, 4 für Aston Villa, 11 für Kasim Pasa und 34 für den FC Reading. Jede neue Saison ein Abstieg in einen noch tieferen Kreis der Hölle. Nur, dass daran weder etwas Göttliches noch etwas Lustiges war. Danny Drinkwater sagt selbst, ich habe einige meiner besten Jahre verschwendet. Und damit redet er sich die Sache wahrscheinlich selbst noch schön. Seit Sommer 2022 ist er vereinslos, das einzige Ende in Sicht, das Karriereende. Snaps, Freunde. Oh, ja, verrückt. Ich hatte mit ganz anderen Namen gerechnet. Man muss reden über Fernando Torres zum FC Chelsea. Ja, aber da sage ich zum Beispiel, Fernando Torres' Karriere wurde nicht bei Chelsea gekillt, sondern bei der WM davor. Der hat da, weil er unbedingt spielen wollte, unter Schmerzmitteln, was auch immer gespielt, hat sich fit spritzen lassen und hat, wie so viele Spieler gesagt, für dieses eine große Turnier setze ich meine Gesundheit aufs Spiel. Und er war danach einfach nicht mehr derselbe Spieler wie vorher, was aber wenig mit Chelsea, sondern mit seinem körperlichen Zustand zu tun hatte. Also er wäre bei Liverpool, glaube ich, auch nicht mehr so gut gewesen. Also. Bei mir war immer das Thema, das ist auch so bei Shevchenko, deswegen habe ich da so ein bisschen Zweifel gehabt, die hatten halt auch trotzdem eine krasse Karriere. So, da war schon eine Weltkarriere. Ja, aber weißt du, warum ich wurde dann halt gut, dass du sagst. Weil Mailand ihn hasst. Er ist ja ich hab's Wortlaut rausgesucht. Moment. Ja. Er hat nämlich, dieser Vollidiot, muss man wirklich sagen. Wer? Shevchenko. Ach so. Kommt bei Chelsea an, sagt vorher, er verlässt Mailand, war toll hier, aber mein Sohn soll Englisch lernen, ich will Englisch lernen. Und dann trifft er im ersten Pflichtspiel, eins von seinen 17 Toren ist im ersten Pflichtspiel, küsst das Chelsea-Wappen
Und danach gibt's Flugzettel im San Siro, auf dem er der Traditore ist, der Verräter. Und als es heißt, er soll zurückkommen, sagt sogar Ancelotti, nee, warum sollen wir den zurücknehmen? Wir haben Pato, der ist jünger und besser. Und alle Fans stellen sich gegen ihn. Und sein Busenfreund Silvio Berlusconi geht hin in die Medien und sagt, nein, nein, der ist kein Verräter, der darf zurückkommen. Und nicht mal die Fans von dem Verein, wo er alles im Grunde Boden gespielt hat, wollen ihn zurückbekommen. Der hat also mit diesem einen Transfer nicht nur seine Karriere ruiniert, sondern auch das, was vorher passiert ist. Ich finde immer so ein bisschen traurig, wenn Leuten das verlorene Sohnsein verwehrt wird. Ja. Also in Gänze. Weil da war ja dann der Bruder gesagt, hier, der hat auch hier Scheiße gebaut. Und dann sagt der Vater, egal, bestes Kalb ran. Also ich finde, es ist wichtig, dass man sagt, komm, lass Leute zurückkommen. Ja, er ist dann zurückgekehrt zu Kiew. Und hat da noch Shevchenko können wir gleich noch sprechen. Snaps, ich finde noch einen sehr, sehr spannend, weil das irgendwie, der ist komplett, der spielt auch noch, ist komplett in der Versenkung verschwunden oder genauer gesagt in Asien, in China. Oscar. Ja. Aber der ist zu früh gegangen für mich. Der war 25, genau. Der war absolut, war auf dem Weg in seine Prime quasi. Ja. Der war richtig gut bei Chelsea über Jahre hinweg. Und dann geht er einfach nach China und da spielt er auch, okay, ganz gut. Aber das ist natürlich unsere europäische Sichtweise, spielt halt keine Rolle mehr. Ja, also Kaká, Real Madrid war ja auch. Amtierender Weltfußballer. Ihr habt den nicht? Ja, aber das war eine Verletzung. Deswegen wollt ihr von Anfang an keine Chance Kaká geben? Nein. Also für mich ist halt die entscheidende Frage, ist der Transfer ursächlich für das Scheitern? Und da muss ich halt auch bei Kaká sagen, weiß ich nicht. Aber Danny Drinkwater hat sich auch bei Chelsea das Knie so zerlegt, dass Nee, nicht so. Nein, das stimmt. Okay, hier steht 127 Tage Ausfallkarte, unbekannte Knieverletzung. Er hatte in der ersten Saison, glaube ich, noch 22 Spiele gemacht. Ja. Der ganze Wechsel war eine Farce. Danny Drinkwater hatte damals, es ist nur ein Marktwert, Schätzung, aber von Transfermarkt, glaube ich, einen Marktwert von 9 Millionen Euro zum Wechselzeitpunkt. Er war halt attraktiv für Chelsea, deswegen haben sie auch viel Geld für ihn bezahlt, weil er halt als Homegrown-Spieler gezählt hat. Wie viel haben sie bezahlt? 37,5 Millionen, glaube ich. Schon, dem Zeitpunkt. Ja. Schon viel Geld zu den Zeitungen. Und das ist ja, halt, glaube ich, echt dieser Homegrown-Faktor war einer der großen Gründe dafür. Und der hat dann selber auch gesprochen darüber, wie es gelaufen ist in seiner zweiten Saison oder nach der ersten Saison. Dann kam Sarri. Und Sarri hat ihm wohl am Deadline-Day, eine Stunde vor Schließen des Transferfensters, über Gianfranco Zola übersetzt mitteilen lassen, dass er nicht mit ihm plant und er jetzt noch eine Stunde Zeit hat, um sich einen neuen Verein zu suchen. Und hat dann in der zweiten Saison, glaube ich, einen einzigen Einsatz für Chelsea gehabt. Und danach ging es halt immer tiefer und tiefer und tiefer. Und man kann sich schon vorstellen, dass der Kerl, wenn er zumindest bei Leicester bleibt, noch bis heute eine ganz solide Premier League-Karriere spielt. Ja. Also man muss das Protokoll aber sagen, er hat mehr Spiele für Chelsea verpasst, als für alle anderen Vereine kombiniert. 49 für Chelsea durch Verletzungen verpasst, 28 bei allen anderen Vereinen. Aber er hat ja auch lange Zeit gehabt bei Chelsea, um Sachen zu verpassen. Ja. Also gut, Kaká, da muss ich jetzt nochmal in die Verletztenliste reinschauen, ob das so in Ordnung ist, dass er hier überhaupt nicht auftaucht. Denn man muss ja bei Kaká schon sagen, amtierender Weltfußballer, die Erwartungen waren so groß wie bei kaum einem anderen Transfer in der Geschichte. Ich meine, es gab aber da irgendwas, was auch eine Verletzung, die so ein bisschen die Explosivität ihn gekostet hat und ihn dann auch schon eingeschränkt und reduziert hat in seinen Fähigkeiten. Ich glaube, Mourinho war jetzt auch nicht der beste Fit für ihn, aber das auch. Er hat sich halt den Meniskus kaputt gemacht bei Dings, das ist halt bitter. Genau, und er lebt halt von seiner Dynamik. Mourinho spielt bei jedem hier eine Rolle fast, außer bei Luka Jovic, den hat er verpasst bei mir. Ja, den hat er verpasst. Ja. Weil Chelsea, da wird er auch nochmal Drinkwater erlebt haben, oder? Mourinho? Haben die es nochmal geschnitten? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Sarri halt ganz entscheidend aufgetaucht ist in der Nacherzählung der Geschichte. Also bei Shewa war auf jeden Fall relativ schnell klar, dass er ihn halt einfach nicht haben wollte. Und in den Berichten, die man so liest, ist von ständigen Privatfäden zwischen Shevchenko und Mourinho die Rede. Und so sehr wie Mourinho verehren, eine Sache ist vollkommen klar, du willst ihn nicht als deinen Feind haben. Nein. Das ist eine der beschissensten Sachen, die dir passieren kann. Generell ist ja auch, muss man sagen, jetzt, also Torres haben wir jetzt auch erwähnt, aber so Chelsea und teure Stürmertransfers ist irgendwie auch eine Rechnung, die sehr, sehr selten aufgeht. Also ich habe einen Case eingereicht und die Antwort war von jemandem, der entscheidet, anyone to Chelsea, really. Also eigentlich jeder Transfer zu Chelsea, kann man drüber reden. Adrian Mutu, der hat halt leider angefangen zu koksen. Angefangen. Oder da ist es rausgekommen. Oh, reingefallen. Deswegen, aber der wäre auch so ein Case. Ich finde, man hätte hier einige Real Madrid-Transfers auch anbringen können. Also Eden Hazard, natürlich lag das dann wohl nach allem, was man so hört, auch am Spieler. Klar, aber der kam mit vielen Vorschusslorbeeren dahin. Ich habe über Rafael van der Vaart nachgedacht. Das war zu welchem? Der zu Real oder was? Ja, das war. Ich habe es dann wieder fallen gelassen, weil er danach halt echt noch wichtig war bei Tottenham. Ja. Er hat noch mal gut beim HSV gespielt, zumindest zu Beginn. Aber der war auf so einem Weg, geht zu Real und ist einfach spielt einfach kaum mehr. Da war Wesley Sneijder auch einfach schon bei Real, oder? Und hat einfach auf seiner Position gespielt. Genau. Ein Jahr zu früh dran für Ryan Gravenberch. also, wäre ja auch, also, der hat sich dann gefangen und da, wo er jetzt auch steht, ist in Ordnung. Aber
Also Renato Sanchez hätte sich, glaube ich, auch diesen FC Bayern-Wechsel lieber gespart. Also ja, das, es gibt so einige junge Spieler, wo man gedacht hat, da kommt mehr. Es gibt halt wenige von denen, wo man es schon gesehen hat. Und deswegen fand ich halt Luka Jovic so spannend. Klar, das war nur eine Saison, aber in der hat der halt einfach über 30 Scorer gemacht. Aber ist Luka Jovic so ein Kopfspieler, dass Also er sagt ja über den Wechsel selber, dass er zu früh war und überfordert damit war. Aber es ist halt schon faszinierend, finde ich, dass so dieser Luka Jovic, der damals bei Frankfurt war, dass der verschwunden und in der Gänze nie wieder aufgetaucht ist. Der hatte also da aber auch in Frankfurt ein Biotop mit anfangs Niko Kovac, mit Gajsinovic, mit Kostic, mit Rebic an Jungs. Also es war ja, wurden ja nicht umsonst die Balkan-Boys genannt. Ja. Und ich glaube, dieses sehr familiäre Umfeld, die sind ja auch alle, die sind alle beste Freunde. Gajsinovic, Jovic, Kostic, Rebic, die sind alle befreundet. Und ich glaube, dass das, dass ihm dieses Wohlige, und ich glaube, bei Real kommst du halt, da ist Haifischbecken nur das falsche Wort, da schwimmen auch noch Löwen einfach rum und Krokodile. Der hat bei Real, erste Saison, da war er komplett da, 420 Minuten. Im zweiten Jahr war er nur die halbe Saison da, 149 Minuten bei Real, und dann bei Real, das war ja bei Frankfurt. Ein gutes Spiel, insgesamt 4 Tore, glaube ich, gemacht. Drittes Jahr Real, 357 Minuten. Und jetzt könnte man sagen. Hat aber der Fiorentina mittlerweile ein paar Mal getroffen? Genau. Anfang der Saison hatte er einen richtigen Run in der Conference League. Da hat er nämlich 6-mal getroffen in irgendwie 7 Spielen oder so. Und dann dachte ich, das könnte mir meinen Case kaputt machen. Der hat über 1000 Minuten gespielt und 4-mal getroffen in der Liga. Ja die, der Luka Jovic ist gone einfach. Können Löwen schwimmen? Nein. Ich glaube, doch, bestimmt. Aber wenn die in einem Becken sind, wo Krokodile und Haie drin sind, haben die auf jeden Fall die lowest odds. Nee, aber wenn ich jetzt sagen würde, Heimspiel und Auswärtsspiel, Hai gegen Löwe, dann würde ich trotzdem auf den Löwen gehen. Weil ein Löwe im Wasser ist, glaube ich, kompetenter als ein Hai an Land. Aber ich glaube, dass beide Runden einfach in einem K.O. enden. Ja, schon, aber ich glaube. Also, Pound for Pound ist natürlich das Krokodil der Top-Favorit, ne? Der kann draußen wie drin, ja. Das ist. Kennt ihr das Video, wo der eine sagt, wie heißt dieser Löwe, der schwimmt? Irgendein deutscher Stream. Und das ist eine Sprachnachricht, genau. Und er sagt ihm so, diese Kraktus. Nein, das heißt nicht Kraktus. Und er sagt, Kroko. Mann, wie heißt dieser Löwe, der schwimmt? Und dann ist die Sprachnachricht vorbei. Und dann sagt er, Krokodil, in der nächsten Sprachnachricht. Der Löwe, der schwimmt. Ist es einer von denen, die immer auf TikTok schreien, dass man irgendwie den Spenden macht? Ich kenne die Person nicht, ich weiß es nicht so genau, aber es hat einen ähnlichen Vibe. Kraktus. Aber ja, ich glaube, ein Hai an Land ist komplett unbrauchbar. Wie kommst du da drauf? Weil der eben Löwe gesagt hat, Hai, da habe ich gerade im Kopf einfach zu denken, also Löwe gegen Hai. Okay. Da würde ich sagen, ein Löwe im Wasser kann der schon noch zubeißen und auch einen packen. Aber ist sehr langsam. Weiß ich nicht, wie gut die schwimmen kann. Also, aber ein Hai an Land, also. Also es ist immer noch eine Katze, die schon mal nicht schwimmen mag. Also zuallererst müssen wir ja festlegen, dass Tiger ja schon mal Löwen bumsen, generell. Ja. Tiger sind ja 8 Kilo schwerer oder so. Ja, Tiger sind die krassesten. Und die können auch viel besser schwimmen, weil es gibt Tigerrassen, die tauchen, um zu jagen zum Teil. Gibt so dieses krasse Foto von so einem Tiger, genau, der Wasser. So. Also Tiger wäre noch bessere Chancen. Ja, Löwe. Also, was macht ein Hai an Land? Nix. Nee. Der erstickt ja auch. Der kann so. An Land, ja. Das ist ja. Also, ist ja, hat der schlechte Karten, das stimmt. Ja. Haie sind quasi hier. Wer ist der beste All-Terrain-Hunter? Wer ist die Bundesliga-Mannschaft, die auswärts nie kann, aber zu Hause so krass ist? Und ja, Union war das aber. Union war das auch. Also, inzwischen überall immer eins. Überall krass, weil sonst wären die da high gewesen. Ja. Du bist schon am Schreiben hier. Du gehst da schon zügig los. Nee, wollen wir noch nicht? Ich kann ja, wir müssen. Also, ich tendiere Richtung Krokodil. Ich muss kurz was nachschauen. Bevor ich mich entscheide, muss ich was nachschauen. By the way, Mario Götze zum FC Bayern. Ja, auch ein absoluter Kandidat. Muss man gewesen. Auch erwähnen. Also, da ist natürlich die Frage, weil, also die Stoffwechselerkrankung, die er leider bekommen hat, die war ja unabhängig vom Verein letztendlich. Höchstwahrscheinlich, also, ja. Deswegen habe ich ihn rausgelassen. Deswegen, das ist so eine Unwägbarkeit, das macht es ganz schwer, das zu beurteilen, aber ansonsten hätte man das auch definitiv mit reinnehmen können. Gut, du wieder zuerst, wa? Ja, und Luka Jovic hat wirklich seinen Marktwert übrigens bei der Eintracht in 2 Saisons von 2 Millionen auf 60 Millionen gesteigert. Er lag natürlich auch daran, dass er dann für 63 Millionen gewechselt ist, glaube ich. Das war noch Trüffelbovic.
Das war, ja, ja. Nee, man hat ja von Benfica mit dieser komischen Leihe mit Kaufoption geholt. Ja. Ja, das ist schon richtig. Okay. Ja, ich bin der Erste, der abstimmt. Und boah, ich fand's echt schwierig. Karrierekiller. Komm, rück raus. Du hast schon geschrieben. Einfach, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig den Glauben daran habe, dass er die Kurve noch kriegt. Und dann hat es wirklich ganz viel kaputt gemacht, bevor es eigentlich richtig losgehen konnte. Deswegen geht hauchzart meine Stimme an Luka Jovic. Dann bin ich dran, ne? Ja. Ja. Ich finde, es ist ein Gegenargument, dass der Mann schon 30 war, als er gewechselt ist. Und wie sehr kann das eine Karriere killen? Aber es hat seine Karriere gekillt. Und deswegen hauchzart Schewtschenko für mich. Okay. Luka Jovic. Damit hätte ich nicht gerechnet. Luka Jovic. Ich muss sagen, ich habe mit keinem eurer Käse Jovic habe ich kurz drüber nachgedacht, ja, aber eigentlich auch zur Seite gelegt. Ich war mir sicher, dass ich war mir sicher, trotz du reichst der zumindest Jovic ein. Nee, ich dachte, dass wir hier mit Götze, mit Kaká, mit Schewtschenko, mit solchen Namen kommen, aber also ich finde dann wirklich mit 27 zu wechseln für 40 Millionen Euro. Ja, ich und danach machst du noch irgendwie 60 Spiele in 5 Jahren, die meisten davon in der zweiten Liga, ein paar in der Türkei. Ist nicht gut gelaufen. Heute, also seit einem Jahr vereinslos, der will noch spielen, der findet nur keinen Club. Ne? Also der ist einfach wirklich finished. Und ich bin auch davon überzeugt, ich bin auch über ihn gestolpert, aber habe ihn direkt links liegen gelassen, ja, weil er mir einfach ein zu kleiner Name so in meiner Wahrnehmung war. Verstehe ich. Und deswegen die Karriere für mich nie so groß werden konnte. Bebe Agua, Christoph. Ja, genau. Ja, trink mal ein bisschen Wasser. Ja. Der größte Karriere-Killer-Transfer, vorgestellt von Christoph Kröger, ist also Luka Jovic. Fortuna Düsseldorf wünscht sich, es wären ja früher passiert.